Ich hatte mir sehr gewünscht, einfach mal ein Programm mitmachen zu können, in dem jemand mir eine Businessberatung gibt, der sich aber auch mit Games auskennt. Ja, hi, ich bin Johanna Janiszewski, Geschäftsführerin von Tiny Crocodile Studios. Wir sind ein Indie-Studio im Herzen von Berlin. Uns gibt es ungefähr jetzt seit 5 Jahren. Und wir entwickeln familienfreundliche Spiele, Lernspiele, Edutainment und Serious Games. Und wir teilen auch unser Wissen der Spieleentwicklung in Workshops mit Teenagern und jungen Erwachsenen. Ursprünglich bin ich Spieleentwicklerin. Ich entwickle schon Spiele seit über 20 Jahren und professionell seit ungefähr 12 Jahren. Spieleentwickeln ist das, was ich am liebsten mache. Den Business-Part habe ich mir vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt, als ich Tiny Crocodile gegründet habe, oder ich habe einfach nicht zu sehr drüber nachgedacht und gedacht, naja, wir fangen jetzt erstmal an, wir machen jetzt unser erstes Spiel, und das hat ja erfreulicherweise auch den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Hallo, mein Name ist André Bernhard, ich bin Geschäftsführer von Indie Advisor & Company und in der Rolle bin ich auch der Indie Advisor. Das heißt, ich arbeite primär mit kleinen Entwicklerstudios zusammen und unterstütze die auf der Suche nach Publishern, helfe ihnen bei externem Business Development, ja, und berate sie auch in Fragen des Business, um es mal so zu formulieren. Tatsächlich ist das eine besondere Herausforderung für mich gewesen, Tiny Crocodile von einem Start-up dann tatsächlich zu einem nachhaltigen Unternehmen weiterzuentwickeln, das auch eine Wachstumsperspektive hat. Auf den Coaching-Bonus aufmerksam gemacht hat mich tatsächlich André, der jetzt auch mein Coach war. Aber der wusste schon, dadurch, dass ich sehr viel herumgefragt habe, auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Indie-Netzwerk, wusste der, dass ich nach so einer Art Förderung suche, weil wir in Berlin und unter den Indies zwar sehr gut fachlich vernetzt sind, aber tatsächlich ging es vielen oder geht es vielen Indies da ganz genauso wie mir, dass sie in erster Linie Entwickler sind und das Business dann eben so lernen. Häufig sehe ich eben bei Teams, dass die Kunst, das Künstlerische perfekt ist. Ja? Der Titel ist hervorragend in der Ausgestaltung, dem Thema, Genre, Setting, das ist alles sehr gut gewählt. Aber die Defizite kommen dann in den Bereich, es eben wirtschaftlich auch umzusetzen und nachhaltig zu entwickeln. Die große Chance im Coaching-Bonus-Programm der IBB ist, dass man plötzlich die Zeit hat, sich einmal zurückzunehmen und gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, okay, läuft eigentlich alles noch in die Richtung, in die wir ursprünglich hin wollten oder das Team ursprünglich hin wollte? Oder ist man so im Tagesgeschäft gefangen, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu überlegen, hey, was sind jetzt die strategisch nächsten Schritte, die ich machen muss? Wir haben unsere eigenen Probleme vor Augen, aber wenig Möglichkeiten zu reflektieren, wie es anderen Studios geht, wie machen andere Studios das, haben die gleichen Probleme oder ist das nur bei uns so? Dafür eine Perspektive zu bekommen und auch Aktionsmöglichkeiten aufgezeigt zu bekommen. Das hat mir sehr geholfen in dem ganzen Prozess. Das Coaching-Bonus-Programm würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und zwar, weil es aus meiner Perspektive die einzige Möglichkeit in Berlin aktuell ist, ein Coaching zu bekommen, was sich dezidiert auf die Spielebranche bezieht. So eine ja, ausführliche Beratung wüsste ich nicht, wo man die sonst bekommen würde und wo man sie sonst gefördert bekommen würde, wenn nicht bei der IBB.